Samir Börder, unser Experte heute im DAX-Check von wolkentrader.de. Er arbeitet nach der japanischen Trendfolge mit Hodo Ishimoku. Alles auf einen Blick. Herr Börder, wenn ich jetzt den DAX anschaue, auf einen Blick, da sehe ich einen Riesensprung nach oben über 100 Punkte. Sie gucken sich das natürlich etwas anders an, so im zeitlichen Verlauf. Was erwarten Sie da für den DAX? Ja, wunderschönen guten Morgen, Herr Groß, und wunderschönen guten Morgen, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, das ist richtig. Auch heute wieder ein erneuter Tag, wo sehr, sehr große Kurslücken gerissen worden sind, wieder erneut über 100 Punkte im Plus. Alleine schon am Freitag wurde ebenfalls eine sehr, sehr starke Kurslücke gerissen. Das heißt, dass wir hier letzten Endes mit Schlusskurs am Freitag gegenüber den Öffnungskurs von Montag erneut mit einem starken Gap nach oben gelaufen sind. Das heißt jetzt für uns natürlich, dass wir sukzessive in den einzelnen Verlaufen jetzt abwarten müssen, dass letzten Endes diese starke Kurslücken, die gerissen worden sind, meistens anfangen dafür sind, dass wir unmittelbar am Ende einer großen Aufwärtsbewegung sind. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass letzten Endes der Markt jetzt hier an seinem Hoch angekommen ist, sondern durchaus die Übertreibung noch weiterhin ausdehnen kann. Dennoch bei einem aktuellen DAX-Niveau von 8.740 bleibt es natürlich relativ schwer. Wir haben natürlich insbesondere auch in den drei Handelstagen oder vier Handelstagen über den einzelnen Handelstag kaum Bewegung. Diese ganz großen Bewegungen entstehen nur noch über Nacht oder mit ganz großen Ereignissen, wo letzten Endes Ben Bernanke, Mario Draghi, Arbeitsmarktdaten stattfinden. Das heißt, der Trader muss hier enorm hohes Risiko fahren, um überhaupt noch Punkte am Markt zu sammeln. Dennoch bleibe ich kurzfristig weiterhin optimistisch. Das heißt, wir sollten heute auch nochmal abwarten, ob die große Kurslücke, die gerissen worden ist, zumindest zur Hälfte oder vielleicht sogar noch ganz geschlossen wird, um den übergeordneten Trend weiterhin noch auszudehnen. Was für ein Produkt würden Sie dann heute empfehlen? Ja, also ich habe jetzt hier mal einen deutschen Bankschein rausgesucht. Das ist ein Callschein auf den DAX mit Knockout knapp bei 7.980 Zähler. Der DAX notiert also knapp bei 8.737 Zähler. Hier würde ich schon mal abwarten, zumindest mal einen Kursrücksetzer im Bereich 8.705 Zähler. Da werde ich, wenn überhaupt, noch mal Long-Positionen aufbauen mit einem Stop von 8.670 Zähler auf der Unterseite mit dem übergeordneten Ziel nochmal in Richtung Tageshoch knapp bei 8.770. Sollte der DAX nicht konsolidieren und er bleibt da, wo er ist, dann würde weiter nach oben ausdehnen, würde ich heute überhaupt gar keinen Trade mehr eröffnen, weil das Risiko einfach im Moment zu hoch ist. Wenn ich mir so anschaue und zurückdenke, vor einem halben Jahr einen Call zu empfehlen mit einem Knockout bei 7.980 Punkten, das hätten wir uns auch nicht träumen lassen. Also die Märkte sind ordentlich gelaufen. Samir Börder von wolkentrader.de, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Groß.